Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Montag. Am Wochenende trafen in Cottbus die ersten Geflüchteten aus der Ukraine ein. Rund 220 Menschen verließen den Zug am Bunten Bahnhof. Sie wurden dort von den Helfenden empfangen und sofort mit Essen und Getränken versorgt. Nach der Registrierung konnten die Vertriebenen in den vorab eingerichteten Messehallen untergebracht werden. Die Stadt Cottbus äußerte sich zufrieden über die gelungene Organisation. Die Hilfsbereitschaft in der Stadt ist weiterhin enorm. Viele Menschen haben Fragen, wohin sie sich wenden können und was am nötigsten gebraucht wird. Wir haben die wichtigsten Informationen für euch zusammengefasst. Viele Cottbusserinnen und Cottbusser möchten zurzeit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine helfen. Um den Einsatz der ehrenamtlich Helfenden bestmöglich koordinieren zu können, werden Freiwillige jetzt gebeten, sich ausschließlich über die Koordinierungsstelle für Helfer und Spender unter 0355 63 2202 oder per E-Mail an helfen-und-spenden@cottbus.de registrieren zu lassen. Auch Geldspenden werden nach wie vor dringend benötigt. Dafür verweist die Stadt auf das extra eingerichtete Spendenkonto. Das findet ihr unter cottbus.de/ukraine. Von Sachspenden soll allerdings derzeit abgesehen werden. Auch Unterkünfte stehen zum jetzigen Zeitpunkt ausreichend zur Verfügung. Außerdem bittet die Stadt Cottbus darum, dass sich Ankommende, welche privat bei Verwandten oder Bekannten untergekommen sind, beim Sozialamt melden. Die Formulare gibt es ebenfalls auf der Homepage der Stadt. Benötigt werden von allen Personen des Haushalts unter anderem der Name, Geburtsdatum und die Wohnanschrift. Grund für die Anmeldung ist, dass sich die Stadt Cottbus einen Überblick über den Bedarf und die zu organisierende Unterstützung machen muss. Zu den Helfenden unserer Stadt zählt auch die LWG. Dass Hilfe in der momentanen Situation selbstverständlich ist, bestätigten auch die Geschäftsführer der Lausitzer Wasser GmbH und gehen mit tatkräftigem Beispiel voran. Auf schnellem Weg stellten sie dem neu gegründeten Ukraine-Netzwerk ihren VW-Bus zur Verfügung. Schon vergangene Woche konnte das Fahrzeug durch die Verantwortlichen des Ukraine-Netzwerkes in Empfang genommen werden. Der LWG-Bus kommt seitdem zum Einsatz, um Vertriebene zu ihren Unterkünften zu fahren oder um Versorgungsaufgaben zu erledigen. Digitalisierung auf dem Dorf wird immer wichtiger. Auch in Krieschow konnte heute Vormittag ein großer Schritt in Richtung schnelleres Internet getan werden. Das freut nicht nur die Schüler der Grundschule. Schnelles Internet ist in der heutigen Zeit unerlässlich. Schon im letzten Jahr wurde der Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Kolkwitz und der Deutschen Glasfaser unterzeichnet. Heute fand der erste Spatenstich statt. Auch in der Gemeinde konnten zwei Schulen von der Landesförderung profitieren. Die Förderung haben wir beantragt gemeinsam mit dem Landkreis. Es handelt sich hier um die Grundschule in Krieschow und die Grundschule in Kolkwitz, die mit Bundes- und Landesmitteln gefördert werden. Es werden insgesamt 610.000 Euro hier verbaut und 549.000 sind Fördermittel, die uns zugutekommen. Aber auch der Ausbau für die Privatwirtschaft ist in vollem Gange. So soll bis zum Herbst die Fertigstellung erfolgen, so Norbert Börner von der Deutschen Glasfaser. Also so wie ich unseren Baupartner, die Firma MIH, kenne, wenn die mit ihren neuen Kolonnen hier anfangen zu arbeiten, werden wir schätzungsweise im Oktober, November komplett den Ausbau abgeschlossen haben für alle 10 Ortsteile, die jetzt in unserem Projekt enthalten sind. Nicht nur Toben auf dem Spielplatz, sondern auch ein modernes Lernumfeld ist für die Kinder wichtig. So freut sich auch Annette Kühling, Grundschullehrerin der 3. Klasse. Endlich kann das schnelle Internet und die moderne Technik auch in den Klassenräumen voll genutzt werden. Ja, die Freude ist natürlich riesig, weil man die Technik, die man jetzt bekommen hat, und da muss ich auch noch mal gleich ein ganz großes Lob an die Gemeinde einflechten. Wir sind jetzt wirklich auf dem neuesten Stand. Wir haben Smartboard in allen Klassenräumen und Computer-Tablets und das können wir jetzt wirklich umfassend nutzen. Wir können es in allen Klassenräumen nutzen. Wir können es auch im Anbau nutzen, der vorher immer ein bisschen schwierig zugänglich war. Und darauf freuen wir uns natürlich sehr, weil wir das ganz prima im Unterricht mit einflechten können und dort auch wirklich das nutzen können, was uns da als Technik vorgegeben wurde. Ein großer Schritt ist damit auf dem Weg zur Digitalisierung getan. Ein wenig müssen sie sich allerdings noch gedulden. Mit dem Start der Baumaßnahmen werden in 14 weiteren Ortsteilen die Anschlüsse ausgebaut und insgesamt 3600 Glasfaseranschlüsse verlegt.
Rund 2 Jahre nach dem Baustart kann Europas erste Gigafactory in Grünheide bei Berlin ihren Betrieb aufnehmen. Der Elektroautohersteller Tesla bekam vom Landesumweltamt am Freitag die endgültige Genehmigung für das Autowerk, allerdings nicht ohne Auflagen. Bis die ersten E-Autos vom Band rollen, muss Tesla noch einige Voraussetzungen erfüllen, beispielsweise beim Trinkwasserschutz und zur Luftreinhaltung. So muss Tesla regelmäßig die Luftqualität messen und ein Konzept zur Verhinderung von Störfällen vorlegen. Die Gigafactory sorgt für zahlreiche neue Arbeitsplätze in der Region. Gut 12.000 Jobs werden in der Fabrik benötigt. Momentan sind rund 3.000 Menschen im Tesla-Werk beschäftigt. Auch in Cottbus wird unablässig in die Zukunft investiert. Gemeinsam mit starken Partnern aus Politik und Wirtschaft unterzeichnete die BTU heute eine Absichtserklärung zu einem sogenannten Leitprojekt mit Weitsicht. Mehr dazu und weitere Themen jetzt in den Kurznachrichten. Startschuss für Lausitzer Science Park. Die BTU Cottbus-Senftenberg möchte einen Lausitz Science Park aufbauen. Gemeinsam mit unterschiedlichen Partnern unterzeichnete man heute eine Absichtserklärung zum Aufbau und der weiteren Unterstützung des neuen Technologieparks. Zu den Unterstützern zählen die Städte Cottbus und Senftenberg, einige außeruniversitäre Wissenschaftseinrichtungen und wirtschaftsstarke Unternehmen, darunter etwa die Deutsche Bahn, BASF Schwarzheide, Rolls-Royce oder die LEAG. Die Lausitz könne sich durch den Science Park zu einer Wissenschafts- und Technologieregion mit internationalem Ruf entwickeln. Mehr als 300 Millionen Euro sollen dafür investiert werden. Der Park soll ab 2025 auf dem Cottbuser Tippgelände entstehen. Fahrgasterhebung bei Cottbusverkehr. Auch in diesem Jahr finden bei Cottbusverkehr wieder die sogenannten Fahrgasterhebungen statt. Mit der Verkehrszählung soll der Anteil mobilitätseingeschränkter Fahrgäste ermittelt werden. Gezählt wird auf unterschiedlichen Linien sowie zu verschiedenen Tageszeiten im gesamten Straßenbahn-, Stadt- und Regionalbusverkehr. Es erfolgen insgesamt 4 Zählperioden, einmal zu jeder Jahreszeit. Heute startet die erste Periode, sie läuft bis zum 27. März. Die Auswertung der Daten erfolgt anonym und lässt keine Rückschlüsse auf den jeweiligen Fahrgast zu. Alle Zählkräfte sind durch einen entsprechenden Ausweis erkennbar. LEAG errichtet neuen Solarpark. Die LEAG hat den Zuschlag für den Aufbau eines Solarparks in der Gemeinde Dissen-Striesow bekommen. Die Gemeindevertretung hat in der vergangenen Woche mit einem einstimmigen Votum zugestimmt. Gebaut wird auf einer Fläche von etwa 200 Hektar. Dabei sollen laut LEAG Natur- und Anwohnerinteressen berücksichtigt werden. Baubeginn für den Solarpark könnte voraussichtlich Ende 2024 sein. Eine Inbetriebnahme wäre dann 2025 möglich. Jährlich könne die Anlage in Dissen dann etwa 200.000 Megawattstunden in das Stromnetz einspeisen. Wer am Montag schon überlegt, was er am kommenden Wochenende machen kann, für den haben wir hier schon heute einen Veranstaltungstipp. In der Theaternative C wird am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr die Komödie Der Pantoffelpanther gespielt. Ein seiner Ehefrau den erfolgreichen Pantoffelverkäufer vorgaukelnder Ehemann, ein von Neurosen geplagter Freund, die Mafia und die alles beherrschende Frage, wer ist eigentlich wer? Beste Unterhaltung und der ein oder andere garantierte Lacher. Mehr Infos findet ihr unter theaternative-cottbus.de. Das waren die Themen für heute. Morgen ist nicht nur Dienstag, sondern auch der 8. März. Was euch das jetzt sagen soll? Morgen ist der Internationale Frauentag. Seit mehr als 100 Jahren wird dieser jährlich begangen. Frauen und Männer demonstrieren für mehr Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung von Frauen. Unter dem Thema Gehen oder Bleiben versammelt sich morgen Nachmittag ab 17 Uhr ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis am Stadtbrunnen in Cottbus. Gemeinsam soll ein weiblicher Blick auf den Strukturwandel gelenkt werden. Frauen und Mädchen sind eingeladen, um über ihre Chancen und Perspektiven im Strukturwandel ins Gespräch zu kommen. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen hier wieder bei LTV Aktuell. Im Anschluss an die heutige Sendung zeigen wir euch noch einen kurzen Filmbeitrag der Erich-Kästner-Grundschule. Denn nicht nur uns Erwachsene bewegt das Thema Krieg. Auch Kinder haben Sorgen und Ängste. Die Grundschüler haben sich Gedanken zum Thema Ukraine-Krieg gemacht und setzen mit farbigen Bildern und selbstgebastelten ein Zeichen für den Frieden. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Tschüss und bis morgen.
Die Schule ist fast geschafft, aber was kommt danach? Sie möchten Ihr Kind unterstützen, um den richtigen Beruf oder das richtige Studium zu finden? Dann nutzen Sie das umfassende Beratungsangebot Elterncafé am 22. und 23. März von 17 bis 19 Uhr. Als Partner mit dabei sind die IHK, die HWK, die BTU Cottbus-Senftenberg, Netzwerk Zukunft und die Agentur für Arbeit Cottbus. Chatten Sie mit uns ganz bequem von zu Hause aus. So erleichtern Sie Ihrem Kind den Start in eine tolle Zukunft. Tauchen Sie ein in eine andere Welt und genießen Sie den Spreewald mit allen Sinnen. Ein Besuch in der Spreewaldtherme heißt, das Baden neu zu entdecken. Bade- und Wellnessangebote sind authentisch und unverwechselbar mit dem Spreewald verbunden. Eine behagliche Stimmung, modernes Ambiente, Ruhe und Wärme versprechen ein einzigartiges Saunaerlebnis. Regenerieren und entspannen. In der Spreewaldtherme können Sie sich optimal erholen. Sparen Sie Sonntag bis Donnerstag mit dem 2+1 Abendtarif. Dann heißt es ab 18 Uhr 3 Stunden entspannen und baden, aber nur 2 bezahlen. Aus Cottbus können Sie übrigens ganz entspannt mit dem Bus anreisen. Mit dem Wellness-Ticket erhalten Sie bei Cottbusverkehr die Fahrkarte für die Busfahrt sowie den Thermeneintritt zum Sparpreis. Spreewaldtherme, das Solebad in der Natur. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. There's a light, a certain kind of light that never shone on me. Fire got you, ain't got you, baby. I don't know what it's like. Der neue Renault Captur, so vielseitig wie sie. Jetzt probefahren in Ihrem Autohaus Hertel und Söhne. Lamsfelder Straße 1 in Cottbus. Weitere Infos unter renault-hertel-cottbus.de oder telefonisch unter 0355 48 64 27 90. Letzte Chance auf attraktive Rabatte beim Personalsonderverkauf im Möbelzentrum Großräschen. Mit den exklusiven Personalkaufausweisen bekommen Sie bis zu 30% Rabatt auf Möbelneubestellungen und sogar bis zu 50% auf frei geplante Küchen. Dazu gibt es diesmal sogar noch 3% Personalkauf-Extra-Rabatt. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Sichern Sie sich Ihre einmaligen Personalkaufpreisvorteile bis zum 26. März. Wir haben die Riesenauswahl für Ihre Wohnträume in der Lausitz. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck.